Hallöche Leute und herzlich willkommen bei Pandido und unserem ganz, ganz kleinen Unboxing-Special. Denn wir waren neulich bei MyToys und haben gesehen, Mensch, die haben da einige Sachen reduziert für kleines Geld und da haben wir direkt dreimal zugeschlagen. Und daher stellen wir euch jetzt drei Spielzeuge vor, allerdings teilen wir die dennoch auf drei Videos auf. Wir wollen euch nur schon mal, ja, ein wenig anheizen, dass ihr euch auch die nächsten anseht, denn es sind wirklich grandiose, tolle Spielzeuge. Und ich würde sagen, los geht's mit dem ersten. So, und dann wollen wir mal schauen, was wir als erstes für euch eingepackt haben, was wir jetzt auspacken. Oh, was für ein Wortspiel, Otto, du übertriffst dich selber. Okay, und das ist das Sommercamp von Playmobil. Wow! So, Freunde, los geht's also mit dem Sommercamp von Playmobil Summer Fun. Und wow, ich kann euch sagen, ich sehe es schon da hinten, ich kriege jetzt schon beinahe Tränen in den Augen, denn hier sind so, so tolle Extras dabei. Nicht mal das Haus an sich oder diese Hütte, wie man es vielleicht eher nennen könnte, sondern ich finde grandios an diesem Set, und deshalb wollte ich es auch unbedingt haben, finde ich die ganzen Accessoires, die dabei sind, beziehungsweise Dekoration, sage ich mal, und ja, kleine Teile eher, nicht mal das Haus an sich, wie gesagt, wobei das natürlich auch sehr, sehr schön ist, mit diesem riesigen langen Querdach, oder ja, Spitzdach, um genau zu sein. Hier haben wir schon manchmal eine Toilette, herrlich. Aber nein, ich meine, und ihr werdet es auch gleich sehen, ihr werdet es bestimmt genauso toll finden, es gibt zum Beispiel einen Bogenschützen, beziehungsweise Pfeil und Bogen gibt es. Es gibt einen richtig tollen Grill, so einen Hängegrill. Oh mein Gott, was freue ich mich auf diesen Grill. Den kann man für so viele tolle Sachen benutzen. Und es gibt, haltet euch fest, es gibt eine kleine Seilbahn, so eine Seilwinde, sage ich mal, wo man mitspielen kann. Vielleicht kennt ihr das, das gibt es manchmal in Tierparks und so und Zoos. Zumindest kenne ich es daher. Da steht ja so ein bisschen oben. Dann ist da so ein Seil, ihr hakt euch dort ein und könnt da ein paar Meter, ja quasi so einen kleinen Hügel runter schwingen oder runterfahren. Es ist ja nicht runterfliegen, es ist mehr fliegen als fahren. Aber wie auch immer, ich drifte schon wieder heftig ab, Leute. So, jedenfalls, ich habe schon mal den Anfang des Hauses aufgebaut. Das hier ist auf jeden Fall eine ziemlich große Platte und da wird vermutlich alles draufstehen. Wir werden mal schauen. Auf jeden Fall steckt man diese schwarzen Püpsel hier unten in diese ja, Rundungen, sage ich mal, rein, damit das standfest ist. So, damit es nicht mehr rutscht. Und jetzt kommt hier der erste Teil des Hauses, den wir eben schon gebaut haben. Das ist quasi die Außenfassade. Die kommt jetzt hier auf eine Seite dran. Zack. Und da habt ihr vielleicht eben schon gesehen, auch sehr, sehr schön detailverliebt. Draußen so eine kleine Dusche, eine Toilette, also ich finde es absolut herrlich. Hier drin sieht man schon die Leiter, die dann in den ersten Stock führt oder in die erste Etage. Ich habe ja gelernt bei unserem Krankenhausvideo, da ist mir ja partout das Erdgeschoss nicht eingefallen. Meine Herren, ich wusste es einfach nicht. Aber gut. So, auf jeden Fall gibt es unten vier Betten für unsere Sommercamp-Bewohner und oben noch eins. Wer weiß, vielleicht muss jemand, der unartig war, oben schlafen. Aber ehrlich gesagt würde ich persönlich freiwillig oben den Platz nehmen. Denn dort ist man einfach weiter über den anderen. Man liegt alleine, keiner nervt dich. Und du kannst vor allem auch so eine coole Leiter hochklettern, um in dein Bett zu kommen. Ich finde das ziemlich spaßig. Also ich würde definitiv oben schlafen wollen. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte, nicht wahr? Wenn ihr eure Playmobil-Kids oder eure ganzen Familien ins Sommercamp schickt, dann könnt ihr euch ja schlafen lassen, wo ihr wollt. So, und jetzt geht's weiter mit dem ersten Teil dieses riesigen Daches hier. Beziehungsweise es ist natürlich die Außenwand, die Fassade, aber für mich zumindest sieht es aus wie ein einziges Stück Dach, oder? Und vielleicht ist es das sogar. Und es sieht so ein bisschen aus, also es ist auf jeden Fall so ein natürlicher Stoff, sage ich mal. Das ist, ja, wie sieht das aus? Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie, wie Getreide, so. Wie nennt man das denn? So ein... Ach, jetzt fällt mir schon wieder das Wort nicht ein. Ich bin heute wortlos. Naja, vielleicht, es ist ein Getreidedach, sagen wir mal. Es ist ein Getreidedach. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Es sind jetzt keine Ziegel, glaube ich, sonst wären die ja rot. Und diese gelbe Farbe erinnert mich an dieses Getreide, wo ich gerade nicht drauf komme. Stroh! Freunde, Stroh meine ich. Es ist vielleicht so ein Strohdach. Also Vorsicht, Freunde, wenn ihr kokelt, dann bitte nicht am Haus. Nein, ich will euch ja nicht, also keinesfalls, ihr sollt nie kokeln. Nein, wirklich nicht. So, und weiter geht's. Wir bauen weiter und schau mal, da draußen dieses mit metallene Stück, was dort am Dach ist, finde ich auch schon wieder sehr interessant. Und wir werden gleich sehen, wofür das gut ist. Und auch dieses Teil hier ist für etwas gut und das wollte ich euch gleich zeigen. Denn wir stellen uns mal jetzt hier unser Baumhaus daneben. Das haben wir ja auch noch. Das könnt ihr also optional anfügen. Und jetzt schaut mal, jetzt klemme ich hier dieses Stück von eben. Da ist nämlich so eine kleine Klemme dran. Das heißt, ihr könnt es im Prinzip überall dran klemmen, wo ihr wollt.
So, jetzt wird das hier einmal eingehakt. Und was wird das, Freunde? Jetzt brauchen wir dieses metallene Ding hier. So. Und jetzt haben wir unsere Rutsche, Leute. Genau das habe ich euch vorhin beschrieben. Vielleicht kennt ihr das ja aus dem Tierpark oder so. Dazu kommt ihr noch diese tolle Feuerstelle, das Bogenschießset. Und ich stelle euch noch alles weitere dazu, was es gibt. So, mein Schatz, die nächsten Wochen wirst du ganz viel Spaß haben im Sommercamp. Und Mama und Papa haben mal wieder etwas Zeit für sich, hm? Da vorne ist es schon. Papa, muss das sein? Bis in 2 Wochen, Sohn. Ach, hallo, du musst ja kleine Carlos sein. Ich heiße dich herzlich willkommen in unserem Sommercamp. Zusammen werden wir hier ganz viel Spaß haben. Komm mal bitte, ich zeig dir alles. Das hier ist unser Schlafsaal. Hier schlafen wir zusammen. Oh, da ist ja ein Bett ganz oben. Gefällt dir dieses Bett? Es ist noch frei. Ja, das will ich haben. Okay, das hier ist unser Essensplatz. Hier sitzen wir alle zusammen ums Feuer. Das Tolle daran ist, hier kann man auch grillen. Oh, cool. Der letzte Schuss war der bessere von beiden. Dann haben wir noch eine Bogenschießanlage. Oh, kann ich später auch mal? Aber na klar, aber erst zeige ich hier noch das Schmuckstück unseres Camps. Oh, was ist es denn? Was ist es denn? Woohoo! Unsere Seilbahn! Haha, was sagst du dazu? Hm? Und gefällt es dir? Ja, das wird der beste Sommer meines Lebens! Hey Leute, willkommen bei Pandido und dem zweiten Unboxing unserer kleinen MyToys-Reihe. Denn ich habe ja schon erzählt, wir waren neulich bei MyToys, die hatten einige Spielzeuge reduziert und wir haben gleich dreifach zugeschlagen. Im ersten Video gab es ja das Sommercamp und hier geht es jetzt also weiter mit dem zweiten Unboxing und zwar das Playmobil oder die Playmobil Summer Fun Nachtwanderung. Okay, und los geht's! Und hier gibt es schon direkt ein kleines Special. Schaut mal hier diese Taschenlampe. Die sieht gut aus. Und hier gibt es noch so einen kleinen Gruselwald dabei, sage ich mal. Denn es ist ja eine Nachtwanderung. Die muss natürlich auch ein bisschen gruselig sein, nicht wahr? Aber das schauen wir uns gleich alles mal live an. So, wir packen das so erstmal aus, wie immer. Zack. Und reißen mal das Tütchen auf. Oh, das ist aber gut gefüllt heute mit Luft. So, Tütchen ist offen. Und lasst uns mit dem Aufbau beginnen. Hier haben wir schon mal eine kleine Grundplatte, ich nenne das immer Grundplatte, das ist im Prinzip ist es eine Wiese, wenn wir uns mal in der Playmobil-Welt bewegen. Dann haben wir einen Baumstamm in Grau, denn wir befinden uns ja hier, also es ist ja Nacht quasi und Nacht sind alle Katzen grau, wie wir alle wissen und auch die Baumstämme sind grau. Und hier haben wir noch eine kleine Eule und auch die Blätter, ich sag mal, die... Ein Stückchen dieser Blattkrone dort, dieses gelbe, hat auch noch so ein kleines Gruselgesicht. Und das liegt daran, dass nachts irgendwie alles gruselig aussieht, finde ich. Das sind tagsüber bestimmt ganz normale, hübsche, gelbe Blätter. So genauso wie der Baum, schaut mal. Der sieht doch locker aus, als ob er ein Gesicht hätte, nicht wahr? Aber dem ist nur Nacht so, Freunde. Geht mal an den gleichen Baum, den ihr nachts seht, der gruselig aussieht bei Tag. Und das ist der friedlichste Baum der Welt. Genauso wie dieser kleine Baumschumpf hier. Und da können wir noch... diese kleinen, ja, ich nenne das jetzt einfach mal Kristalle reinstecken, damit die Augen, Nase auch so ein bisschen leuchten. Ihr seht das da links bei dem Baum ziemlich gut, die Augen sind so grün. Und ja, jetzt stelle ich euch noch alles dazu, was es noch so gibt. Zum Beispiel die 2 Kids und natürlich auch diese coole Taschenlampe hier, die tatsächlich leuchtet. Die müssen wir hinten allerdings noch aufschrauben und mit Energie versorgen quasi. Sprich, wir stecken eine Batterie rein, ja genau. So, dann zuschrauben nicht vergessen. Und jetzt schauen wir mal... Boom, hübsches blaues Licht. Also, es lohnt sich allein nur wegen dieser Taschenlampe das Set zu kaufen, Leute. So, ich mache jetzt mal dunkel und schaut mal hier. Das ist nämlich eine Blaulichtlampe. Und unsere Kids, beziehungsweise die Klamotten der Kids, sowie diese Augen von den Bäumen, die leuchten dann im Blaulicht. Und das ist eine richtig coole, gruselige Nachtwanderung. Komm, wir machen eine Nachtwanderung. Aber wenn es dunkel wird, dann wird es bestimmt gruselig. Ach, sei nicht so ein Angsthase. Ich habe doch die Taschenlampe. Komm. Warte, ich komme ja. Warte, warte. Wow, schau dir mal die gruseligen Bäume an. Haha, wie cool. Ich habe Angst. Bitte lass uns umkehren. Nein, ich will warten, bis es dunkel wird. Du bist immer so gemein. Ich bleibe ganz nah bei dir.
Oh nein, es wird dunkel! Hilfe! Guck mal da, der leuchtet! Bitte lass uns gehen, das ist mir zu gruselig! Hilfe! Hilfe! Kinder, wo seid ihr? Das kann doch nicht wahr sein, diese Racker sind schon wieder ausgebüxt! Hilfe! Wo wart ihr? Was habt ihr angestellt? Er hat mich überredet, eine Nachtwanderung zu machen. Ich war so neugierig, wie es dort wohl aussieht. Ich hatte solche Angst. Du musst auf deine kleine Schwester aufpassen, Karl. Aber jetzt geht es euch ja gut. Hallöche Leute und herzlich willkommen bei Pandido und zu unserem letzten Unboxing unserer kleinen MyToys-Reihe. Macht doch mal bitte irgendwer hier diese Tüte ab. Ich will es endlich sehen. Es kommt, es kommt. Wow, es ist ein Jeep und ein Boot. Ich glaub's ja nicht. Das wird cool. Okidoki, dann wollen wir doch mal direkt anfangen. Ich bin jetzt schon völlig überzeugt von dem Set. Ich hab's gesehen im Laden, hab gesagt, komm, das nehme ich mit. Es ist reduziert bei MyToys. Das muss ich einfach haben. Ich meine, hier gibt es ein Jeep, ein Boot, ein Anhänger für das Boot und ein Surfbrett, also unter anderem. Das sind schon mal drei richtig tolle Spielzeuge. Und das Beste daran ist, dass es RC-Spielzeuge sind, sprich, die sind elektronisch und die können tatsächlich auch fahren. Das werde ich euch gleich noch zeigen, wie das funktioniert. Jetzt aber erstmal zum Aufbau. Hier haben wir die Karosserie des Jeeps und vorne drauf, vielleicht habt ihr das gerade schon gesehen, jetzt sieht man es gerade, da ist so ein Hai, also auch ein ziemlich cooler Aufdruck, wie ich finde. So, aber der Jeep, ja, der sieht halt noch aus, als ob er eher auf den Schrottplatz gehört, denn er hat natürlich noch keine Räder, Freunde. Darum stecken wir zuerst mal hier die Gummireifen über die Felge. Das geht immer ziemlich schwer, die Reifen über die Felge zu bekommen. Darum fragt vielleicht eure Eltern oder ihr habt ziemlich viel Kraft in den Fingern. Auf jeden Fall, wenn ihr es denn geschafft habt, dann einmal vorne, hinten, links, rechts, oben, unten und überhaupt die Räder anstecken. Viermal, klack. Jawohl, und jetzt, oh, jetzt rollt das Baby. Aber es ist immer noch nicht ganz fertig. Noch haben wir hier ein Cabrio, beziehungsweise ein, ja, ein gar nichts eigentlich. Es ist ja noch nicht mal eine Windschutzscheibe dran, nicht? Aber das machen wir jetzt so. Jetzt haben wir ein Cabrio. Könnte eigentlich so bleiben. Es sieht fast aus wie ein Pickup. Also ich finde es so als Cabrio-Version gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Aber wir machen mal ja noch das Verdeck drauf mit Antenne, damit wir auch ordentlich Radioempfang haben. Okay, das stellen wir erstmal zur Seite. Und weiter geht's. Das hier ist die, wie nennt man das denn? Ja, die Aufhängung, sage ich mal, für das Boot. Das kommt hinten dann an das Auto dran, um wiederum das Boot transportieren zu können. Also, erstmal hier zwei Reifen drauf, so. Und hier seht ihr diese vier Püppel, ich nenne das mal Püppel. Da kommen wiederum diese roten, ja, Püppel drauf. Und auf der anderen Seite genauso. Und ein noch, jawohl. So, und dann wollen wir mal schauen, was wir damit jetzt machen. Denn das muss natürlich auch irgendwie rollen. Das sind ja vier, Radlager sind es nicht, ich weiß, aber das sind zumindest vier kleine Rädchen, sage ich mal. Das wird jetzt hier hinten befestigt, ganz am Ende, beziehungsweise am Anfang, je nachdem, von wo man schaut. So, jetzt kann man das hochklappen, so, damit das Boot auf, beziehungsweise abgeladen werden kann, ohne dass es, boom, einfach runterfällt. Ihr versteht schon. Und das werde ich auch noch zeigen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, das ist so ein tolles Spielzeug. Also ich habe es ja eben schon davon geschwärmt. Ich bin völlig davon überzeugt. Hier vorne haben wir noch so ein kleines Rad, damit es auch, damit diese ganze Konstruktion natürlich auch mitlenkt und mitfährt, wenn es dann hinten am Auto dranhängt. Nicht vergessen, auch ein Anhänger braucht ein extra Nummernschild. Genau das stecken wir hier hinten dran. So, und weiter geht's. Hier haben wir noch eine kleine Winde, eine kleine Seilwinde. Die klemmen wir hier vorne ebenfalls noch dran. So, jetzt kann man das Seil auch ausfahren, wenn man denn ein wenig kräftig zieht. Ich will es jetzt nicht kaputt machen, darum ziehe ich mal nicht ganz so kräftig. Auf jeden Fall lässt es sich ausfahren, ich verspreche es euch. Weiter bauen wir hier hinten, genau hinter diesen Rädern. So, einmal links und einmal rechts. Da kommen diese schwarzen Teile rein. Perfekt. So, dann können wir das ganze Stück hinten einmal an die Anhängerkupplung des Autos tun. Das sieht dann so aus. Und wir kommen zum Prachtstück, wie ich finde. Das ist dieses ultra coole Motorboot hier. Oh, das ist ein ziemlich, ist beinahe ein Zungenbrecher. Dieses ultra coole Motorboot. Boah, sagt das doch mal dreimal hintereinander, Leute. Dieses ultra coole Motorboot. Dieses ultra coole Motorboot. Hui, es hört schon auf bei mir. So, hinten. Oh mein Gott, wie ich wieder abdrifte. So, hinten kommt noch eine Flagge dran.
Plus natürlich ein Motor, denn es ist ja ein Motorboot. Also einmal Motorabdeckung hier drüber. Schraube nicht vergessen. Zack, dreht sich. Jawohl, perfekt. Und wird einmal ganz hinten dran geklemmt. So, der lässt sich hoch und runter klappen, je nachdem, ob man den Motor benutzen möchte oder nicht. Und das alles tun wir jetzt hier einfach mal drauf. Und das hier ist der RC-Antrieb, Freunde. Hier kommt noch eine Batterie rein, eine Batterie. So, und dann lässt sich das tatsächlich elektrisch bedienen, indem ihr einfach hier dreht. Dann fängt hinten an, sich der Propeller zu drehen. Seht ihr das? Ihr müsst einfach nur an diesem orangen Stück drehen. Dann geht er an und aus. Und ja, so kann man natürlich dann elektronisch fahren tatsächlich. So, und jetzt stelle ich euch noch dazu, was es noch alles gibt. Oh, mein Engel, ich freue mich. Heute kann ich endlich wieder ein paar neue Tricks mit dem Surfbrett ausprobieren. Aussteigen, bitte. Okay, dann wollen wir mal das Boot zu Wasser lassen, hm? Oh, ganz schön schwer das Teil, mein Gott. Aber wenn es erstmal drin ist, ist es drin. So. Okay, Schatz, es kann losgehen. Wuhu, da ist die nächste Welle. Und noch eine. Okay, jetzt packe ich aber das Surfbrett aus. Alles klar, dann lass uns tauschen. Okay, nur noch kurz Sonnencreme draufschmieren. Und es kann losgehen. Wasser, ich komme. Oh, ich bin lange nicht mehr gefahren. Mal sehen, ob ich diesen Trick hier noch kann. Wow. Und wuhu. Oh yeah, ich hab's einfach nur noch drauf. Yeah. Hast du was gesehen, Schatz? Ja, ja, ganz großartig. Mach ruhig weiter. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das noch kann. Alles klar, und jetzt machen wir es uns gemütlich.